Relaxing Gaming, meine Freunde, und willkommen zur vollständigen Erklärung des ersten Kapitels des neuen besten Mascot Horror Games, Indigo Park. Das Spiel beginnt mit einer Rede des Parkgründers Isaac Indigo. Indigo Park offers a slice of the American dream to call your own. Als die Kamera rauszoomt, sehen wir einen starken Unterschied zwischen dem Video und dem Gerät, auf dem wir es gucken. Denn es scheint, als wäre ein großer Zeitraum zwischen der Aufnahme und dem Jetzt zu liegen. Wir sehen nämlich ein hochmodernes Setup, das mich sogar etwas neidisch werden lässt. Das Setup gehört einer Person mit dem Online-Username Ensign. Am Anfang der Cutscene sehen wir auch ein Bild von einem Jungen, welcher wohl unser Protagonist ist. Während die Cutscene spielt, erhalten wir immer mehr Puzzleteile, warum wir denn dorthin wollen. Es scheint, dass der Park unter seltsamen Umständen geschlossen wurde. Umstände, die sogar polizeiliche Aufmerksamkeit erregten. In dem Gespräch zwischen uns und einer Laura erfahren wir von dem Plan unseres Protagonisten, den Park zu erkunden. Erstmal scheinen sie diese Area ausscouten zu wollen und so ein bisschen zu checken wollen, was da abgeht. Und danach wollen sie mit einer richtigen Kamera dorthin gehen und die Geheimnisse des Indigo Parks lüften. Eines Nachts besuchen wir, beziehungsweise unser Protagonist alleine, ohne Laura, denn die hat anscheinend so viel Schiss, den Park und finden ihn fest verschlossen vor. Überall verteilt haben wir jedoch Collectibles in Form von Plüschfiguren und manch anderen Merchandise-artigen Sachen, die uns Hintergrundinformationen geben an diesen coolen Terminals, genannt Infokiosks. Wir suchen uns also einen Eingang und werden von Rambly begrüßt, welcher uns von Bomb Park erzählt und die Information preisgibt, dass seit 3000 Tagen niemand mehr dort war. Nun wird der Park nicht im besten Zustand sein. Das merken wir auch, da wir einen Generator anwerfen müssen, um überhaupt die Tür zu öffnen, was uns zum eigentlichen Park führt. Nun, nicht ganz. Wir sind in einer Art Vorgegend und brauchen noch einen gewissen Schlüssel. Dieser Schlüssel wird uns ausgehändigt in Form eines Critter Cuffs, welcher halt einfach Türen öffnen kann und noch ein paar andere Funktionen zu haben scheint. Endlich können wir ins Innere des Parkes. Doch leider bricht der Tunnel hinter uns ein und nun empfiehlt uns Rambly, unser cooler Stadtführer, seine Bahn, um halt hier rauszukommen und um uns die coolen Charaktere vorzustellen. Angefangen mit Molly Makar, ein Pilotenpapagei, welcher zu viel Spaß hat an Bruchlandungen. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Nicht so tief, Rüdiger! Manch Collectibles sagen, dass sie Ramblys bester Freund ist. Finlay kommt als nächstes und ist ein Riesenwasserdrache, welcher Angst und Schrecken in unseren Charakter gejagt hat, als er noch ein Kind war. Doch wir bekommen von ihm nur mit, dass er anscheinend sehr entspannt und zurückgelehnt sein soll, was einfach passend ist zu einem ozeanischen Drachen. Doch klingt er etwas zu traurig und depressiv. Was es damit wohl auf sich hat? Naja, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr in dem Chapter erfahren. Zu guter Letzt haben wir Lloyd, welcher von unserem lieben Raccoon, Rambly, irgendwie gehasst wird. Und dazu erfahren wir auch am Infokiosk mehr, denn anscheinend hat er immer Glück und steht im Mittelpunkt. Rambly ist tatsächlich neidisch auf diesen Charakter, was eine interessante Emotion ist für eine AI-artige Wesenheit. Nun ja, deswegen fahren wir schnell an ihm vorbei und lassen ihn in der Bahn zurück, doch haben nicht viel mehr Glück als er. Denn nach dem Treffen auf diese Charaktere finden wir uns in einer prekären Lage wieder, denn unser Zug gibt auf, was schlecht ist, da wir immer noch nicht wissen, was für Gefahren hier lauern. Doch zum Glück ist direkt um die Ecke ein Stromkasten, mit welchem wir das Ganze wieder anschalten können. Und nun kommen wir auf dem Weg an einem Animatronic vorbei, welcher mir einen großen Schrecken eingejagt hat, da ja normalerweise Animatronics nicht gerade unsere Freunde sind. Oh nein, Animatronics. Dieser Animatronic ist sowohl von Finlay, der macht aber nicht viel, als auch von Molly, welcher dann doch wieder ein paar interessantere Sachen ausspuckt. Ich meine, es ist ein Papagei, nicht zu vergessen. Dieser sagt, dass Rambly Lloyd angegriffen hat, was seltsam ist, da Lloyd Löwe ist und Rambly ein Raccoon, also ein Waschbär. Ja, das ist eine interessante Aussage. Trotzdem, nicht zuletzt, etwas, das wichtig sein wird für später. Mit dem Stromkasten repariert und ein paar neuen Informationen im Gepäck, nehmen wir die Fahrt wieder auf, um uns tiefer in den Park zu begeben, welcher ungeheure Gefahren zu bergen scheint.
von dem wir doch jetzt nichts wissen. Und Ramley sagt uns, wir sollen erstmal auf Jetstream Junction gehen, da das anscheinend eine der coolsten Bahnen ist. Natürlich, es ist auch die Bahn von seinem Kollegen Molly. Doch, um dort rein zu gelangen, brauchen wir einen Schlüssel, der komischerweise irgendwo in Lloyds Theater ist. Begeben wir uns dorthin und sehen einen riesigen Löwen. Was kein einladender Anblick ist. Ich hatte schon als Kind immer vor dem Löwen in den Teletubbies-Dingern Angst und ich muss sagen, dieser Löwe hat bei mir PTSD ausgelöst. Besonders, da wir ihm folgen müssen in die Backstage. Der gute Lloyd ist aber nicht so kompetent darin, uns zu fangen, denn wir können unseren Weg durch die Backstage ganz entspannt machen und den Schlüssel aufheben. Wir begegnen ihm nur einmal am Anfang, wo er direkt von der Kiste zerquetscht wird und eine größere Gefahr stellt er auch nicht dar, bis wir vom tiefsten Punkt des Lagers zurückkommen und er uns anfällt. Diesmal hat er uns keine Box, die uns retten kann, doch das heißt nicht, dass wir wehrlos sind. Anscheinend kann unser Critter-Cuff ihn abwehren, denn er stoßt irgendein komisches Geräusch aus, was Lloyd Schmerzen zufügt. Und das ist ein großes Glück, denn ein Löwe in dieser Größe mit Klauen, die so aussehen, hätte uns ein schnelles Ende bereitet. Mit dem Schlüssel im Gepäck machen wir uns auf nach Jetstream Junction, welches dann direkt von uns aufgeschlossen wird. Hier gibt's gleich mehrere Attraktionen, die wir abbummeln sollen, laut Rambly. Doch Rooftop Races ist anscheinend zu. Und auf dem Rückweg sehen wir etwas Interessantes. Ein Spieleautomat. Und nicht einen einarmigen Bandit, den die ganzen Penner in der Kneipe mal Geld reinwerfen. Nein, ein richtiger Spieleautomat im Sinne von Princess Quest. Und wir alle wissen, wie wichtig in Mascot-Horror-Spieleautomaten sind. Deswegen zocken wir direkt mal das Spiel namens Rambly Rush. Es ist im Endeffekt ein Jump'n'Run, welches das Ziel hat, Molly zu finden, die anscheinend abgestürzt ist. Nun passiert etwas Interessantes, als wir Molly finden. Denn ein Bosskampf fängt an. Da sie anscheinend von Salem vergiftet wurde und sie irgendwie wahnsinnig gemacht wurde. Nun wurde Salem auch während der Zugfahrt ausgelassen. In seiner Gegend hat nämlich der gute Rambly einfach angefangen zu verglitschen. Und das war auch dort, wo wir im Endeffekt den Strom angemacht haben. Wir sehen dort am Boden nämlich einen zerschnittenen Salem. Nun hat besagt, dass Salem sie vergiftet und sie ist wahnsinnig geworden und greift uns an. Der Bossfight ist ziemlich interessant und auch gar nicht mal so leicht. Doch wir haben ziemlich viel Leben und sollten das eigentlich easy hinkriegen. Schaffen wir das Ganze, werden wir mit einer Rambly Fruit belohnt, welche auch interessante Informationen im Informationskiosk beibringt. Doch das Schöne ist, wir haben eine Hintergrundstory gefunden. Es scheint so, als hätte irgendjemand die Wesen, die Maskottchen in diesem Park, einfach wahnsinnig werden lassen. Ähnlich wie Salem hier. Nun machen wir uns auf zur letzten Attraktion, nämlich das Landingpad. Eine Daycare-artige Einrichtung, voll von Klettermöglichkeiten mit einem coolen, aber simplen Puzzle, welches von uns nur verlangt, dass wir im Labyrinth nach gewissen Formen in gewissen Farben suchen müssen, die dann im Endeffekt hier eingeben, wodurch sich die Haupttür öffnet. Doch wir begegnen Molly in diesem Labyrinth und sie wirkt alles andere als einladend. Es scheint so, als würde sie uns stalken. Haben wir das Rätsel geschafft, geht es in eine Verfolgungsjagd über, in welcher Molly uns sein Ende bereiten will. Mollys Fähigkeit ist es, Geräusche nachzumachen. Ich meine, es ist sinnvoll, sie ist ein Papagei. Und in der Chase hören wir Dinge wie: Du hast mich für 100 Jahre gekannt, zurück in den Käfigvogel und steh auf, du Freak. Anscheinend kennt jemand sie für über 100 Jahre und die Maskottchen, die Freaks, werden anscheinend misshandelt. Ach ja, falls ihr eine coole Dayshift at Freddy's Easter Egg Reference sammeln wollt, dann greift euch auf diesem Regal diese Maske und hört an, was sie im Kiosk zu sagen hat. Es war echt awesome, als wir das aus Zufall entdeckten und das hat uns sehr gehypt. Deswegen gönnt euch das mal, ist ein cooles Easter Egg. Nun zurück in die Chase-Szene. Die ist gar nicht mal so. Es kommt einem länger vor, wenn man spielt. Und diese endet dann doch sehr blutig. Wir gehen in einen Safe-Room und werden im Endeffekt von Rambly gerettet, der die Tür über Mollys Schädel zuschlagen lässt, was besagten Schädel komplett abreißt und Blut zum Vorschein bringt, was seltsam ist. Dies ist kein Animatronic. Dies ist ein Lebewesen. Nun hat sich auch schon Lloyd dafür viel zu menschlich oder
lebendig bewegt. Anscheinend haben die Maskottchen einen echten Körper aus Fleisch und Blut, was das Ganze noch gruseliger macht. Der gute Ramley hat sofort ein schlechtes Gewissen und gesteht uns, dass wir der erste Kunde seit langem waren und er uns einfach dort behalten wollte. Was verständlich ist. Ich meine, holy shit, Leute. Der gute Ramley. Er wollte einfach nur, dass wir Spaß haben. Leider ist der ganze Park komplett außer Rand und Band und er bittet uns nun, diesen aufzuräumen. Das sollen wir in der Oceanic Odyssey machen. Welche leider nicht Teil des ersten Chapters ist. Und damit hört mein Recap auf. Liken und abonnieren nicht vergessen. Haut doch mal rein, ob ihr mehr Content von der Serie haben wollt, beziehungsweise mehr Indigo-Park-Content haben wollt. Ich werde trotzdem wahrscheinlich sehr welche machen, denn die Serie hat mich extrem gecatcht. Bis nächsten Game, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, dass du dir das Video bis ans Ende angeguckt hast. Und besonderen Dank geht nochmal raus an unsere Kanalsupporter: Mike, Goldgamer PG, Tulman, XX, Baguette Sniper, XX, Janbu, Tristan Nerger, Puppet, aka Chaos Johnny. Vielen Dank für eure Hilfe und wir sehen uns im nächsten Video.